Hallo liebe Angelfreunde, heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich meine Gussform für meine Gummifische mache. Und zwar zeige ich euch gleich, sage ich mal, was ich hier am Material brauche. Gips habe ich, habe Vaseline bei, ich habe meine Schere bei, mein Sekundenkleber, ein Cuttermesser habe ich, ja, doppelseitiges Klebeband. Ja, und dann natürlich meine Gummifische, mit denen ich am liebsten angel. Ja, dann werde ich euch das mal zeigen. Ich mache eine einschalige Gussform. Hinterher zeige ich euch für den Sandaal nochmal separat nochmal eine zweischalige. So, dann fangen wir mal an. So, dann jetzt wird das abgezogen. So, jetzt kommen die Gummifische rauf. Erster. So sollte das aussehen, ja, so dass der Gips hier vernünftig überall reinlaufen kann, richtig zu ist. So, jetzt habe ich mir aber hier schon mal einmal Gips angerührt für euch, um euch zu zeigen, wie ich das machen tue. Ich habe nochmal einen Gips genommen, keinen speziellen oder sonst was, habe mit Wasser angemischt. Die Sache ist die, wenn ihr den Gips anrührt, rührt ihr nicht zu dick an, er darf nicht zu dick sein, er darf aber auch nicht wie Wasser sein. Er muss vernünftig sauber schon verlaufen. Und darauf achten, dass er blasenfrei ist. Weil wenn ihr Blasen in der Form drin habt, wird sich das abspiegeln nachher in euren Gummifisch, den ihr dann ja gießen tut. So. Dann wollen wir das mal eingießen. Herstellen. Man sieht, dann kommt hier noch ein paar einzelne Blasen raus. Ja. Und dann lassen wir das, bis der jetzt erhärtet ist, ca. 20 Minuten würde ich sagen, lassen wir den hart werden. Und schon können wir die erste Form rausnehmen. Wie das nachher ist, werde ich euch präsentieren, wenn der Gips soweit ausgehärtet ist. Nun ist es soweit. Der Gips ist jetzt hart geworden. Ich werde euch jetzt zeigen, ich habe jetzt extra eine elastische Form genommen, die ich hier an der Seite ein bisschen bewegen kann, damit ich den Gips besser rauskriege. Ja, dazu brauche ich nur, drehe ich ihn um. Ihr seht hier unten, ist er schön verlaufen, ist er reingelaufen. Jetzt brauche ich ihn nur noch hier rausdrücken. So, das war erstmal so gut fast wie die erste Form. Ich muss jetzt nur noch die Gummifische rausholen. Dafür habe ich ein Cuttermesser. Ich vorsichtig einmal die Kante bei, dass ich so leicht abbrechen kann. Natürlich nehme ich dazu alte Gummifische, die ich nicht mehr wiederverwende danach. Meistens habe ich immer Gummifische genommen, die ich eine Angelsaison genommen habe, die kaputt gebissen waren. Ich habe ein bisschen mit Sekundenkleber gepflegt. Und weil meistens ist danach immer, dass ich den Gummifisch erstmal weghauen kann. Einmal die Kante so gut lang gehen. Es geht ihr einfach nur mal bei mit einem Cuttermesser. Macht die Kanten sauber, den Grat ein bisschen weg. Ja. Was ich euch jetzt schon sagen kann ist, wenn ihr den Gips oder die Form soweit fertig habt, lasst die Form ruhig eine Woche, gute 5 Tage wenigstens, stehen, dass der Gips vernünftig durchgetrocknet ist. Weil, wenn er zu nass ist und ich beschichte ja noch die Form, mit Epoxidharz, ja,
muss er auch vernünftig halten. So sieht es jetzt aus. Das ist jetzt der Grundriss. Ja, von der Form. Lasst ihr ruhig wirklich durchtrocknen. Sonst habt ihr eine Menge Ärger damit. So, und nach 5 Tagen gehe ich bei persönlich, streiche die Form 2-mal, einen mit Epoxidharz, einmal durchgestrichen, 24 trocken lassen, 2. Mal durchgestrichen und dann habt ihr eine richtige, schöne, glasige Fläche. Die glasige Fläche, ich kann euch mal bei meiner vorigen Form zeigen, das ist diese, womit ich die Gummifisch auch gemacht habe. Habe ich 2-mal eingestrichen gehabt, die muss richtig glasig sein. Wenn das so aussehen tut nachher, habt ihr eine gute Form, womit ihr eure Gummifische gießen könnt. Die sehen außen schön glatt aus, ja, und nicht matt. Weil wenn ihr sie nicht einstreichen solltet, sehen sie matt aus. Dann seid ihr enttäuscht, habt nicht das Ergebnis erreicht, was ihr euch vorgestellt habt. Und die ganze Arbeit war dann umsonst gewesen. So, hiermit ist die erste Form von meiner Seite aus erstmal fertig. Ich werde euch jetzt präsentieren, die zweite, wie ich den Sand einmache, die zweischalige. Und ja, würde ich sagen, fangen wir ja gleich mal an. Bis dann.